links Richtung Wien nehmen. Die Liste der Partner und Partnerinnen da hinten ist grandios. Und wir brauchen alle an Bord. Wir müssen wirklich so alle Kräfte bündeln, damit wir die großen Aufgaben, die wir vor uns haben im Klimaschutz, auch gemeinsam bewältigen. Und es ist sozusagen ein bisschen eine unangenehme Wahrheit, aber der Verkehrssektor ist momentan einfach unser Sorgenkind. In der Klimabilanz 30% der Emissionen und leider noch zu 90% abhängig von fossilen Energien. Mehr als 90%. Und das ist unser Handlungsauftrag. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, aber hier ist ein Teil der Lösung. Und das ist das Schöne an dieser Aktion, das ist das Schöne an eurem Engagement, das ist das Schöne daran, dass ihr alle als Botschafter und Botschafterinnen für die E-Mobilität auch unterwegs seid, weil die E-Mobilität ist ein Teil der Lösung in der Mobilitätswende und es ist schön, wenn wir die heute so vor den Vorhang holen. Und auf den Weltrekord bin ich natürlich auch schon massiv gespannt. Aber nicht nur du, jede Menge Gesichter hier warten auf die Ergebnisse. Super, ich möchte vielleicht gleich ein paar Themen ansprechen, die sehr viele Menschen interessieren. Ich rede ja ständig mit Menschen und es gibt noch ein paar Themen, die die Menschen beschäftigen und wo sie sagen, ich fahre schon lange Elektroauto, aber hier ist noch ein Thema, da knackt es noch ein bisschen. Das erste Thema, was ich ansprechen möchte, ist Mehrparteienhäuser. Es gibt immer noch das Problem, dass wenn jemand eine Eigentumswohnung hat oder Mieter ist, es ihm nicht erlaubt ist oder er muss die ganze Gemeinschaft fragen, ob er eine Ladestation errichten darf. Gibt es hier Konzepte, Lösungen, dass das rasch umgesetzt wird? Ja, die Alma Sadic und ich arbeiten auf Hochtouren dran, dass wir hier tatsächlich eine Erleichterung herkriegen, weil ich glaube tatsächlich in der E-Mobilität, da ist schon viel passiert. Und jetzt rede ich von der Auto-E-Mobilität, weil das da draußen die Straßenbahn, die U-Bahn, der Zug natürlich auch E-Mobilität sind und ein großer Teil der Lösung, genauso wie die aktive Mobilität, wie es du vorher erwähnt hast. Aber die E-Mobilität, wie wir sie hier sehen, da geht es nicht nur um die unterschiedlichen Modelle und wie viel Auswahl und wie viel Reichweite, da geht es um eine gute Infrastruktur. Und für diese Infrastruktur müssen wir die Rahmenbedingungen setzen und da ist das von dir angesprochene Thema, nämlich wie komme ich in einem Mehrparteienhaus zu einer Ladestation bei meinem Parkplatz, eines der großen Themen. Ja. Die Alma Sadic, die Justizministerin und ich, wir arbeiten an Hochdruck dran, dass wir hier eine Novelle auch im Wohnungseigentumsgesetz auch in die Begutachtung kriegen. Also stay tuned, kommt in Kürze. Also das Applaus bitte, danke. Also sozusagen das Recht auf die eigene Ladestation wird erfüllt werden. Ein Right to Plug, wie es eben im allen hier bekannten Jargon heißt, ja, also ein Recht darauf, dass man sich für die Mobilität der Zukunft auch die Infrastruktur bei einer Wohnung organisiert. Das ist ein wichtiger, ganz wichtiger Schritt. Mhm. Dankeschön. Ein zweites Thema ist noch die Transparenz bei den Ladepreisen. Vielleicht ist auch immer so ein Thema, man kommt zur Ladestation, man hat jetzt 5 Karten eingesteckt, man schaut mal jetzt noch ganz kurz nach, welche Ladekarte man gerade braucht und dann ist die nächste Frage, was kostet das denn jetzt? Ist das nach Stunde abgerechnet, nach Minute oder nach Kilowattstunden? Man weiß es nicht genau. Gibt es hier, und ich glaube, dass es schwierig ist für einzelne Unternehmen hier etwas zu tun und ich glaube, es muss die Regierung hier etwas vorantreiben. Oder sehe ich das, bin ich da auf der richtigen Schiene? Also ich glaube, in der Mobilität insgesamt haben wir als Bundesregierung, aber genauso als Stadt- und Landesregierung einfach einen großen Auftrag, gemeinsam die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Mhm. Und das startet eben von der Infrastruktur, wie viele Ladestationen gibt es und wo. Das geht weiter zu der Art der Förderung, die man ausschüttet. Ich muss jetzt noch kurz, darf ich kurz einen Werbeblock einschieben? Ja, bitte, bitte. Werbeblock für die E-Mobilitätsförderung. Ja. Wir haben sie dieses Jahr deutlich erhöht, also knapp verdoppelt gemeinsam und auch hier danke an die Partner, die mit den Fahrzeugimporteuren, auch mit den Zweiradimporteuren, mit der Fahrradwirtschaft, das ist eine gemeinsame Kraftanstrengung, da kommt das Bild dazu sogar, wir sind multimedial heute unterwegs. Das ist eine ganz, ganz wichtige Initiative, sie wird auch ganz grandios nachgefragt. Wir haben deswegen die Neuzulassungszahlen dieses Jahr in einer Krise, das muss man sagen, in einer Krise etabliert sich die E-Mobilität als Mobilitätsform der Zukunft deutlich gesteigert. Wir sind jetzt auf 4,3% bei den Neuzulassungen. Sie ist Top 5 in Europa, aber noch lange nicht genug. Ja. Noch lange nicht genug, ein weiterer Handlungsauftrag auch für euch alle, ja, als Botschafterinnen und Botschafter. Ein paar Freunde und Familienmitglieder, die gehen noch, die wir überzeugen können, oder?
Aber da kommen dann eben so Themen dazu, wie ist die Kundinnenfreundlichkeit, was braucht es da an Initiativen, was braucht es an Informationen, an einem einheitlichen Ladestellenregister, wo wir schon versuchen, sozusagen einen wichtigen Schritt zu setzen. Aber die Frage der Preise, das habe ich auch mit Herrn Schmerold vom ÖAMTC schon ausgiebig diskutiert. Also das ist der Transparenz, das ist sicher eines der Themen, die wir angehen werden müssen. Super, herzlichen Dank. Jetzt noch meine letzte Frage, und zwar der Eindruck vom Ring. Wie war das? Wenn Sie so den Ring beobachten, ich weiß nicht, sind Sie mitgefahren? Bist du mitgefahren? Das ist schwierig, gell? Also ich bin da gerade eingebogen, wie alle die letzten Automobile sozusagen reingefahren sind. Und es ist schon wirklich beeindruckend, wenn bei einer Automobilparade das lauteste Geräusch das Funkgerät vom Ordner ist. Mhm. Und man tut sich ja oft so schwer, sich vorzustellen, was heißt Österreich 2040 klimaneutral, was passiert dann, wie wird das, wie ist das Leben in Österreich. Aber ich kann es an einem ganz an einfachen Ding mir sehr gut vorstellbar machen. Und ich glaube, für ganz viele Menschen haben das heute erlebt. Stellt euch den Gürtel leise vor. Stellt euch den Eckenberger Gürtel in Graz oder die Alpenstraße in Salzburg oder was auch immer wir für Einfahrtsschneisen haben wollen, stellt euch die leise vor. Das ist Lebensqualität in der Stadt mit mehr öffentlichem Verkehr, mit mehr zu Fuß gehen und mit der E-Mobilität, und dorthin müssen wir hinarbeiten. Super, vielen lieben Dank, Dankeschön. Leonore Gewessler, danke. Vielen Dank.